Schönen guten Morgen, Leute. Ich bin auf dem Weg nach Scharm und entschloss mich spontan, nochmal den Scharm Forest Park zu besuchen. Mein letzter Besuch liegt einige Jahre zurück und damals sah hier noch alles ziemlich wild aus. Bäume wurden gefällt und irgendwie habe ich das Gefühl, das wurde auch etwas anders angelegt, das Ganze hier. Jetzt gefällt mir es schon wesentlich besser. Ist eine unheimlich große Anlage, aber man kann hier wirklich schön spazieren gehen. Und seit einigen Jahren gibt es auch hier eine Camping-Area. Steht ja da vorne schon, Campground. Und da möchte ich mir mal ansehen. Visitor Center wurde auch mal general überholt. Sprich, bekam neue Farbe. Und noch geht es mit den Temperaturen, sind 30 Grad. Um kurz vor 9 habe einige Sachen in Scharm zu erledigen und da bot sich halt einfach nochmal an, hier kurz reinzuspringen und ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Ja, das ist dann wohl der Campground. Aber ich habe gehört, hier könnte man auch Zelte anmieten. Aber hier steht gerade mal nichts rum. Oder man müsste vielleicht so irgendwie da in so einem Gebäude sich holen. Soweit ich weiß, kostet das um die 500 Watt, so ein Zelt. Ich spaziere einfach mal wieder über die Wiese rüber. Weiß gar nicht, ob man das darf. Guck da lieber mal da hinten wieder auf den Weg zurückkommen. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is. Feed the fish. 10 Watt. Schon wieder ein Schild. Camping Site und Docking. Teilweise sind die Bäume beschriftet, um welche Art es sich handelt. Ich glaube, die Palme hier hat auch nicht mal allzu lange, obwohl sie nahe am Wasser steht. Und da bleibe ich auch mal lieber weg. Also aufgestellte Zelte sah ich hier nirgendwo. Ich habe die mal irgendwo auf einer Webseite im Bild gesehen. Muss man wahrscheinlich so leihen. Und kurz was zum Camping in Thailand. In den letzten Jahren wurde Camping immer populärer. Gerade unter Jugendlichen. Die sind am Wochenende mit ihren kleinen Mopeds in 125ern, 155ern unterwegs. Fahren da durch die Gegend und zelten dann, oftmals in Nationalparks. Und wer jetzt glaubt, Zelten sei billig, also wer sich ein Zelt mietet, das startet so ab 400 Watt, glaube ich. Und auch die Stellplätze sind nicht so sehr preiswert. Bei den Thais geht das noch, weil wer in einem Nationalpark zeltet, der muss auch den Eintritt für den Nationalpark entrichten. Und für uns Ausländer ist das ja nun mal nicht gerade billig. Ich hatte da mal irgendwo versucht und wollte dann ein Hotel, wollte ich schon sagen, ein Zelt mieten. Da wollten die 800 Baht für und dann pro Person Eintritt nochmal 200 Baht. Da lag man also bei 1200 Baht. Für das Geld bekommen wir ein mehr als akzeptables Hotelzimmer. Also wirklich lohnen tut sich das nicht. Das ist dann wohl mehr so eine Art Hobby oder Weltanschauung, wie man das nennen will. Ich hätte gerne mal probiert und dann gibt es natürlich noch dieses Campling. Also da hat mit Camping ja gar nichts zu tun. Chiang Mai und die Ecke da wird sehr häufig angeboten. Schön anzusehen, die großen Zelte liegen meist in Hanglage und kosten auch so um die 4000 Baht und teilweise noch teurer. Wenn man dem Hauptweg hier folgt, ich nehme an, dass der Hauptweg ist, so genau habe ich das nicht mal in Erinnerung, und dann noch so kleine Nebenwege schon reingeht, um sich einiges anzugucken,
Da kommen ganz schöne Schritte zusammen, aber macht ja nichts. Ich soll ja eh ein Gehtraining absolvieren. Von daher kommt man da schon ganz gelegen. Das Teil funktioniert noch, riecht allerdings unheimlich nach Diesel. Die Hälfte wird wohl daneben laufen. Wie immer in letzter Zeit von den Wagen kaum was zu sehen. Sehr diesig. Von den Kakteen habe ich jede Menge selber im Garten stehen. In weiser Voraussicht frühstückte ich auf dem Weg nach hier schon mal. Und zwar im Laufbrett Entfremd auf der Petkastemrot. Kann ich empfehlen. Sehr gute Baguette und Ciabatta. Und einen ausgezeichneten Americano für kleines Geld. Sehr zu empfehlen. So ein Mist, Leute. Ich habe meinen Rucksack vergessen. Da ist mein Pass und alles drin. Also jetzt habe ich voll die Panik und bin hier mitten in dem Park drin. Kann nur hoffen, dass er noch da liegt oder dass ihn jemand abgeheben hat. Meine Güte. Mein Gott, bin ich in letzter Zeit ein Schussel. Und ja, da sind meine ganzen technischen Sachen drin und ich brauche unbedingt meinen Pass, um nach Deutschland zu fliegen. Meine Güte. Einfach querfeldein hier und müsste eigentlich direkt da an dieser Bank sein, wo ich mich hinsetze. Oh Leute, habe ich ein Glück. Da liegt mein Rucksack und scheinbar war auch keiner da dran. Unheimliches Glück gehabt hier. Ja Leute, vollkommen außer Puste und Schweiß auf der Stirn. Oder besser gesagt, vollkommen durchgeschwitzt. Ich muss wirklich besser aufpassen. So Sachen passieren mir in letzter Zeit dauernd. Ja, ich mach mal Schluss und guck, dass ich meine Sachen in Scharan erledigt bekomme. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.